Bitte schön. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Wasserqualität der Elbe ist nicht gut und auch der Binnenschifffahrt auf der Elbe geht es nicht gut. Und darum ist es ein Fortschritt, wenn es den Antritt gegeben hat, vor einigen Jahren Ökonomie und Ökologie an dieser Stelle zusammenzubringen, um diesen Stillstand zu überwinden. Das Verfahren begrüßen wir außerordentlich und darum ist es gut, dass es dieses Gesamtkonzept Elbe gibt und wir es heute Abend diskutieren können. Ich möchte aber betonen, wir reden hier über ein Zwischenergebnis. Es ist kein abgeschlossenes Konzept im eigentlichen Sinne. Das geht auch aus dem Text selber hervor, der in diesem Konzept so formuliert ist. Es ist davon die Rede, dass hier noch viele offene Fragen zu diskutieren sind. Und von daher können wir nicht abschließend sagen, das ist es jetzt und darauf bauen sich die nächsten Maßnahmen auf. Wir werden weiter in dem Aushandlungsprozess bleiben. Und so steht es ja auch richtigerweise im Konzept auf der Seite 12. Dabei wurde auch deutlich in diesem Aushandlungsprozess, dass nicht alle Fragestellungen im Gesamtkonzept abschließend behandelt werden können. Darauf bestehen wir, wenn es dabei bleiben soll, dass wir diesem Antrag, dieser Unterrichtung und Beschlussempfehlung auch zustimmen. Wir haben darüber diskutiert im Ausschuss am Mittwoch zum ersten Mal, sodass wir eigentlich nicht alle grundsätzlichen Positionen hier noch mal erörtern konnten. Wir haben aber in dieser Debatte auch klargemacht, wir brauchen einen stabilen Grundkonsens. Dieser Grundkonsens darf nicht aufgelöst werden dadurch, dass eine Partei oder eine Gruppe der Beteiligten diesen Konsens auflöst. Darum hat es lange gedauert. Bis heute sind es 4 Jahre gewesen, die dazu gebraucht worden sind, um dieses Konzept vorzulegen. Aber wenn wir jetzt den Entschließungsantrag der Großen Koalition sehen und die Kritik der Umweltverbände, aber auch der Kirchen und der Bürgerinitiative Pro Elbe, dann habe ich allerdings etwas Zweifel bekommen, ob wirklich dieser Grundkonsens nicht doch zumindest angekratzt wird. Ich habe die Informationen, ich habe intensiv mit den Kolleginnen und Kollegen gesprochen und sie haben darauf hingewiesen, dass es nicht ganz so ist, wie es in diesem Antrag, in diesem Entschließungsantrag steht, wo es eben heißt, dass es eine Zustimmung der Umweltverbände gibt, dass es Konsens gibt in solchen Fragen, wo es um die Zusage an die Republik Tschechien geht, dass man den ungehinderten Zugang sozusagen von Tschechien zur Nordsee auch realisieren will. Ich habe die Information bekommen, dass dem nicht so ist. Und ich bitte die folgenden Redner der Großen Koalition, auf diese Fragen einzugehen. Hat es diese Zustimmung gegeben der Umweltverbände? Wir reden ja nicht nur hier über singuläre Meinungen, sondern wir einen wesentlichen Teil der Beteiligten, die sich dort zusammengefunden haben. Und von daher wäre es sicherlich nicht gut, wenn wir ein tragfähiges Konzept aufbauen wollen und heute feststellen müssen, dass es diesen Konsens zumindest, dass es dieser brüchig wird. Also ich erwarte von der Bundesregierung eine Antwort darauf, ob denn diese Gespräche stattgefunden haben oder nicht. Ich warte eine Antwort darauf, dass die Frage geklärt wird, hat man eine Zusage jetzt gegenüber Tschechien bereits gemacht oder in der Vorbereitung, dass es diesen ungehinderten Zugang geben muss. Ich muss mir vorbehalten, wenn diese Fragen nicht beantwortet werden, dass wir zu einem anderen Abstimmungsverhalten kommen werden, als dass wir das in der Beschlussfassung über den Antrag im Ausschuss gemacht haben. Herr Kollege Behrens, darf ich Sie mal kurz unterbrechen? Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Petzold? Ja, gerne. Bitte schön. Herr Kollege Behrens, könnten Sie akzeptieren, dass ich heute eine Mail gekriegt habe, ein Schreiben des Leiters des Biosphärenreservats Mittelelbe, der mir ganz herzlich gratuliert hat, genau zu diesem Antrag, den Sie so bezweifeln, der Juhu geschrien hat, als ich ihm über diesen Antrag berichtet habe und der jetzt als Chef des Biosphärenreservats wirklich glücklich ist mit einem solchen Antrag. Ja, sehr erstaunlich. Ja, danke für die Frage. Ich will aber das gerne in den Kontrast setzen mit der Diskussion, die ich heute Nachmittag mit den Umweltverbänden hatte. Ja, auch die Umweltverbände stehen zu diesem Gesamtkonzept, weil sie der Meinung sind, alles das, was an wichtigen Fragen zu lösen ist, ist dort niedergelegt. Sie warnen aber davor, heute schon aus den Fragen die Antworten abzuleiten, ohne sie mit ihnen kommuniziert zu haben. Also von daher appelliere ich sehr daran, dass es diesen konsensualen Ansatz, den das Verfahren insgesamt hat, dass dieser auch bis zu Ende trägt. Und
von daher ist jede positive Stellungnahme sicherlich gern gesehen. Aber auch die Kritik daran muss genauso ernst genommen werden wie die Unterstützung, die wir in unserer Arbeit haben. Also von daher, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Gesamtkonzept Elbe ist nötig, um den Stillstand zu überwinden. Und es ist ausdrücklich erforderlich, dass wir dazu kommen, dass hier Ökologie und Ökonomie zum Ausgleich gebracht werden. Insofern bitte ich sehr, dass wir die nächsten Ausführungen sich noch mal mit dieser Frage auseinandersetzen, damit wir hier auch einvernehmlich zu einem guten Ende kommen und in der Lage sind, bei den kommenden Verhandlungen, die zur Ausgestaltung und zur Umsetzung des Konzepts gehört, dass wir da diese Einmütigkeit auch erhalten bzw. wiederherstellen, wo sie zurzeit aufgelöst scheint. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion erhält jetzt Dagmar Ziegler das Wort. Bitte schön.